Willkommen zurück bei Game Circus. Okay, ich muss ja ganz kurz erklären, was im Off passiert ist. Wir haben nämlich gerade, als wir gerade die Folge abgespeichert haben, die letzte, haben wir hier nicht auf Start gedrückt, also nicht auf Pause. Und bei dem Spiel ist es so, dass halt, man kann nur an den Spiegeln speichern, haben wir ja gesehen. Mhm. Oder an diesen, guck mal den Spiegel an hier kurz im Bad, ob das da geht. Nee. Und halt während wir gerade die Sachen speichern und das Spiel im Hintergrund noch so läuft, hören wir auf einmal so eine Türklinke. Eine Türklinke, genau, und der denkt nur so, nein! Und was auch noch gut ist, wir wussten ja, dass dann diese Sequenz kommt, weil wir es ja die eine Folge doppelt gespielt haben, anstatt dass wir vorher noch einen Spiegel gesucht haben im Erdgeschoss oder so. Okay, ich habe keine Ahnung, ob wir raus sind oder nicht. Weil du musst dir eins klar machen, weißt du, wie lange der letzte Speicherpunkt zurück ist? Das war da an der Eingangstür. Das stimmt. Geh mal zu dem Spiegel hier. Ah, das war schon. Das war das Bild. Oh, die Alte. Schlaf mit mir. Oh, was meinst du, wie es da stinken muss? Ach. Ich meine, das ist ja alles zermodert. In diesem Ready Player One haben die ja so Geruchstürme, die bis zu 800 Gerüche simulieren oder sowas. Oder ich sag jetzt mal, vielleicht waren es auch keine 800, sondern mehr oder weniger. Alter, wo ist er? Ja. Oh Gott, die Sehkraft. Nee, ich kotz. Also ich wollte, jetzt stelle, guck mal, kannst du da reinkriechen? Nee. Ah, nee, ich dachte, und jetzt stelle ich mir mal vor, 800 Gerüche oder 1000 oder was weiß ich, oder 300, ist ja auch egal. Alter, warte mal ganz kurz. Übel verwest auch noch, wenn du das spielst. Wohin soll ich? Ich habe keine Ahnung, wo du scheiß Bad. Das ist die Vordertür, da. Woanders kann ich ja nicht mehr hin. War das die hier? Das ist die Badtür, nee. Da war er drin, da muss ich jetzt raus. Aber wenn er gerade IAIO gesungen hat, das ist doch hier in der Nähe. Was soll ich machen? Keine Ahnung. Und genau, um diese Oasis, diese virtuelle Realität halt so realistisch wie möglich zu machen, stinkt's dann auch noch. Ach Gott. Stell dir vor, der Geruch wäre jetzt auch noch da, das würde ich noch viel mehr unter Druck setzen. Das würde ich wirklich. Da wäre ich echt am Sack. Was ist das hier? Was ist ein kleines Speisebild, mit dem du. Okay. Ja, wahrscheinlich wirst du den irgendwann mal auch noch brauchen. Oh, bitte sei so ein Spiegel. Okay, ein Spiegel, ja. Ja. Okay, speichern. Puh, Leute, okay, ich bin ein ganz kleines bisschen. Ja, ja. Okay, ja. Ich bin jetzt ein ganz kleines bisschen erleichtert. Einfach nur, weil jetzt. Muss nicht mehr ein bisschen hingespielt werden. Puh. Ich sag dir, das ist das, was damals auch die Spiele so extrem furchterregend gemacht haben. Also irgendwie so ein bisschen künstlich auch, weil man wusste, jetzt muss man so 2 Stunden nochmal nachspielen oder je nachdem. Das waren auch echt schon teilweise Gründe für mich früher, wo ich mal ein Spiel dann aufgehört habe. Weil ich einfach auf diese auf dieses ewig lange Sequenz keine Lust mehr hatte. Vor allem, wenn es dann wieder passiert ist. Mhm. Oder Metro war ja so ähnlich. Wir haben so einen doofen Speicherpunkt gehabt, dass wir es halt einfach. Und dann konnte ich ja nur noch einen Speicherpunkt zurück, der war auch schlecht und dann war es vorbei im Endeffekt. Ja, Metro war. Deswegen war es echt schade dann, weil es war ein cooles Spiel. Mir hat es mega gefallen, aber. Irgendwie sieht die Tür da vorne ungut aus mit den 2 Wachen noch daneben dran, also den Figuren. Aber was willst du wachen? Irgendwie müssen wir durch. Also, da müssen wir durch. Mhm. Durch die Tür. Verstehst du? Alter. Man hört auch immer was. Ja, ich höre die. Oh, mach langsam. Ich glaube, er hat einfach die Türe gesehen, die offen war. Wir haben die nicht zugemacht. Kann das sein? Er raschelt gerade aus, ja? Ja, ich habe auch irgendwas gehört. Oh Gott. Fuck, Alter, das ist ein Gott. Das macht 100 pro Geräusch. Vielleicht kann ich den Projektor anschalten, wenn ich eine Batterie und einen Film finde. Oh, das hört sich, Alter. Guck, fixier dich nicht nur auf den Punkt, wenn er gerade so laut zu hören ist. Okay. Jetzt muss halt noch Film und Batterie. Das liegt bestimmt nicht alles so convenient hier, oder? In dem Zimmer. Eine von beiden Sachen, aber. Oh, wir sind wieder da in dem Zimmer. Ich dachte doch, da geht es eben noch um eine Ecke. Ah, oh, das ist das Zimmer. Ja. Das wäre nur. Ach, das haben wir schon gelesen. Sieht ein bisschen aus wie der Freud.
Noch ein Messer. Okay, ich bewege mich extrem langsam, ja, einfach. Weil... Geh nochmal um die Ecke lieber, weil um zu gucken, ob in dem anderen Zimmer haben viele Punkte geleuchtet. Ob du den Film und Projekt oder Projekt, Batterie und. Nein, Film das waren nur so Dings. Das waren nur so. Nee, du hast doch nicht alle Schubladen angeguckt. Guck mal. Ja, da leuchtet doch, was. Da. Ja, das ist das, eine, zwei, das ist was zum Werfen, das habe ich schon gesehen vorhin. Da liegt was, an dem einen, an der anderen Schrankwand waren auch noch Sachen. Wo denn? Ja, ich dachte, hier wären mehr gewesen. Das, du bist nicht so Videospielerfahren wie ich. Das ist, wenn man einfach, man hat ein Auge, man kriegt dann auch ein Auge dafür. Wie manche Leute dann. Haben wir auch schon angeguckt. Na, das ist dasselbe Bild. Na, der hat ein Faible für das Bild. Aber jetzt stand da was. Nee, das war doch das Bild, wo wir angeguckt haben. Der kommt da vorne rein. Oder da? Alter, die Soundclues sind ekelhaft. Oh Gott, ich weiß nicht, wo er ist. Das ist das, was ich so beklemmend finde an dem Scheißspiel. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich riskiere halt was. Oh Gott, Leute, ich Gott. Oh, Sascha. I think I'm on a pre. Okay. Okay, shit. Ja, ich weiß nicht, ob es gut ist oder nicht. Verdammt. Ja. Oh, nächstes Mal bei Game Circus. Not quite, Pat. Not quite. Guck mal da in der Ecke, ey. Die Figur sieht auch creepy aus, ey. Okay, also, merkt ihr, durch die Tür gehst. Dieses Zimmer hat keine Versteckmöglichkeiten und hat diese Bücher und den Projektor und ein abgeschlossenes Zimmer. Mhm. Merkt ihr das bitte alles? Jetzt mit deutscher Sprachausgabe habe ich noch cool gefunden, muss ich sagen. Obwohl ich nicht so der Deutsch-Sprachausgabe-Fan bin, aber bei so Horrorspielen... Hey, würde ich schon, weil ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, ich hätte gerne mal so gehört, was er so ruft. Ich habe dir doch gesagt, Margaret. Eben hat er irgendwas mit den Pillen. Did I put the goddamn pills? Und die haben wir ja runtergeschmissen. Na? Von dem Nachttisch. Mhm. Guck doch erst um die Ecke. Das machen ganz viele Leute bei Videospielen, dass sie in die andere Richtung gucken. Das habe ich früher auch mal, aber das ist ja total. Guck doch erst in die Richtung, wo er kommen könnte. Willst du noch eins höher gleich? Nee, wir gucken erst nach hinten noch, oder? Müssen ja alle... Ah, das ist mir schon lange gelaufen. Aber du hast eine Tür, du hast einen Zimmerschlüssel gefunden. Probier das doch mal an der Tür. Aber da steht doch Erdgeschossschlüssel. Das ist nicht im Erdgeschoss. I need to take my pills, hat er gesagt, ne? Ja. Ja, super. Wenn wir sie runtergeschmissen haben, ist er noch abgedreht. Ja, dann sucht er wenigstens noch ein bisschen, ist auch nicht schlecht. Ja. Na doch, hier waren wir auch, aber hier waren wir in der Folge, als du gespielt hast. Genau, hier ist nichts, hier ist nur ein Fernseher, das war den man anmachen kann. Wo wir ein bisschen zusammengeschnitten haben. Nochmal gespielt haben. Da habe ich nichts geschnitten, gell? Ist alles live. Ist alles live Let's Play, was ihr hier seht, gell? Schmetterlinge, Motten und andere fliegende Kreaturen. Passt ja gut zur Jennifer, die da oben bei ihren Motten liegt. Die hat da ein bisschen eingemottet. Kennst du noch Dr. Motte? Den DJ? Ja. Okay, das ist... Ich wollte nur noch sicher gehen. So, jetzt sollen wir hoch oder runter? Oh, ich weiß es nicht, Mann. Also ich würde hochgehen, Nummer 1, wenn wir schon hier sind. Weil wir waren ja, ich muss mal noch in den Keller und ich will nicht in den Keller. Guck mal, überall so creepy Bilder. Creepy Pasta. Aber das habe ich schon lange nicht mehr gehört. I read creepy Pasta. Okay, hier oben kann man sich verstecken, das ist gut. Vor allem mochte ich die Geschichte so mit diesen Irren da in diesem, in dieser, dieses Schlafexperiment. Das ist schon meine Lieblingsgeschichte. Wobei. Wie viele Schneekugeln der hat. Was ist das hier? Verteidigungsgegenstand. Hä? What? Ach, das ist, du kannst hier die verbessern, deine Verteidigungsgegenstände. Das geht aber nur dreimal. Schaden oder Haltbar kann zweimal verwendet werden. Ja.
Ah, mit dem jetzt, oder wie? Weil, guck mal, die Nadel, alles, was du hast zur Verteidigung, Nadel, Messer und so, ist nach einem Mal, geht's nimmer. Ja, das ist ein bisschen wie bei Last of Us. Mhm. Dann kann man die Messer aber auch verbessern, genau. Sodass sie dann zweimal halten. Jetzt kannst du halt entweder mehr Schaden oder mehr Haltbarkeit, genau. Okay. Ja, also ich habe auch nicht so viele Geschichten davon gehört, aber das fand ich, der Typ liest es so cool vor bei dieser I Read Creepypasta-Geschichte. Mhm. Das ist echt eine meiner Lieblingshorrorgeschichten. Alter, gehen die... Ah! Ah Gott, Alter, Mann. Heilige Scheiße. Nein! Du rennst! Du kannst über den Schrank, Junge. Ich renne in den Schrank. Ich kann nicht, Alter. Ich kann nicht rennen. Der ist hinten nackt. Was muss ich machen? Miteinander XXX. Ja. Ich kann nichts mehr machen, Alter. Oh. Ey, ich bin so... Ich hab zweimal geschrien. Alter. Und wie der aussieht, renn weg. Oh Gott. Dann, wohin, oh, Alter? Links. Ich weiß es nicht. Da ist auch ein Sofa, weiter, gell? Weiter, ja, und dann nur noch Sofa. Wo ist der Scheiß-Sofa? Er ist schon weg, aber geht trotzdem drunter da, davon. Jesus. Oh Gott. Ich dachte, er kommt von hinten vor allem. Habe ich das auch gedacht, das? Ich habe nicht gewusst, dass der Weg da unten ist. Who's there? Und dann steht er. Oh, ich will gar nicht den Tonausschlag sehen. Shit. Vor allem, ich habe geschrien und dann nochmal geschrien, so 2 Sekunden später, wo er dann noch einen Schritt auf uns zumacht. Oh, da kommt er, da läuft er. Bleibt er doch. Ich sehe, naja, ich mach nichts. Oder hat er gesehen, wie wir. Nee, oder? Alter, ja toll, und jetzt? Was soll ich da machen? Oh Gott, ist das furchtbar. Du hast den Gegenstand oder hast du ihn zweimal benutzt? Ich hab keine Ahnung, Alter. Hoch, renn hoch. Links. Nicht da rein. Doch, doch. Du bist zu nah, da findet er dich am Ende wieder. Nee, man muss. Er kam mal vorbei, dann kam irgendein Zeichen. Ich habe aber nicht gesehen, was. Es war zu. Es ging zu schnell. Oh, ist das furchtbar. Oh, gleich darfst du. Nee, danke. Oh, absolut. Absolut, mein Freund. Der kommt die Treppe hoch. Du musst ich verstehe nicht, was ich machen muss. Den kleinen Kreis im Großen halten. Mit L3 musst du das jetzt bewegen müssen. Damit du nicht Geräusche machst oder sonst was. Okay. Sorry, wir müssen kurz hin und her rennen, aber ich will kurz ausprobieren, wie das funktioniert. Das ist einfach für die Zukunft. Ja, aber das passiert so schnell mit L oder mit R oder mit was soll ich sagen? Normalerweise macht man das ja mit L3, mit die... Richtung, wo man bestimmt rum. Das waren Schockmomente. Ich will unser Geschrei mal hören. Ich nicht. Guck mal, jetzt kommt er. Und jetzt will ich nochmal kurz gucken, wo ist und das? Und dann musst jetzt, genau, bleib ruhig. Oder mit L. Alter, das ist Ultra. Das ist. Das Plop von links auf einmal nach rechts und du hast gar keine Chance, irgendwas zu machen. Gut, das ist nicht so wie bei Ali, dass man sofort tot ist. Renn. Ah, okay, aber ich bin sehr angeschlagen. Wie es aussieht. Ja, du kannst dich auch heilen, aber jetzt renn mal weiter weg, weißt du, dass er nicht immer wieder... Aber ich will das halt ausprobieren, wie das funktioniert. Ja, du hast es aber jetzt rausgefunden. Du hast es doch rausgekriegt. Nicht jetzt, ich muss jetzt fliehen, sagt sie. Renn noch weiter hoch. Na, stimmt, da ist das Sofa. Oh Gott, ich glaube, nein, ich geleitet! Oh Gott! Oh nee. Nein! Scheiße. Oh Gott. Der ekelhafte alte Sack. Ich hasse das Spiel. Okay, das war das zweite Mal. Ich glaube, mehrmals haben wir nicht. Ah, wo ist er jetzt? Also, wo müssen wir jetzt lang? Dieses Lachen. Ist übel eklig. Jetzt rennt einfach direkt nur nach unten, so weit wie kannst und dann irgendwo hin. Der rennt ultra schnell, gell? Ekelhaft. Weiter, renn weiter. Und jetzt nach rechts. Weiter, weiter, weiter. Oh Gott, in den Keller. Hier unten kennen wir uns überhaupt nicht aus, Alter. Unter die Couch. Oh. Junge. Ich würde sagen, das war's für heute, oder? This is not funny. Okay, jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Oh, warte kurz. Er kommt. Der weiß genau, wo du hingehst, ey. Das ist eklig. Jetzt muss. Okay, er geht weiter. Oh, verlass dich.
Stell dir vor, du machst... Oh Gott. Du machst bei dem Au-pair. Bei dem Au-pair? Nein, ja, du bist Au-pair in dem Haus. Okay, nächstes Mal Game Circus. Gehen wir wieder wie die Mutigen, die wir sind, unter dem Sofa hervor. Ich hab echt gekreischt, ey. Boah, eklig, mit der ekelhaften Sichel, ey.